Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge Democracy 4 mittlerweile, Beta Deutschland auf schwer. Dieses Video stammt auch aus dem Twitch-Stream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß! Ich hätte aber auch nicht damit gerechnet, dass die beiden anderen Parteien so total null, ja. Ja, die haben gar nichts gekriegt. Das ist für eine Demokratie auch nicht gut, wenn das passiert. Nee, überhaupt nicht. Die Reichen haben sind viel nicht zur Wahl gegangen. Obwohl die Religiösen uns wirklich nicht mögen, sind immerhin 66% zur Wahl gegangen. Also das hat mich jetzt wirklich überrascht. Krass. Zwischendurch auch schon unpopuläre Entscheidungen getroffen. Ja. Also ich meine, wir haben jetzt beispielsweise gesagt, ach komm, jetzt müssen wir die Stromtrassen bauen. Ja. Ja. Und so. So, gucken wir uns an, was passiert ist. Ah, erstmal können wir unser Kabinett umbilden. Ja, bevor wir jetzt das Kabinett umbilden, wir kommen ja gerade quasi aus der Pause und ich habe gesehen, es gab im Chat Kanalpunkte wurden ausgegeben. Kanalpunkte bekommt man, indem man einfach beim Kanal hier zusieht. Die kosten nichts. Je länger man guckt, desto mehr Kanalpunkte hat man. Und Edelhack hat 300 ausgegeben. Und ich mache ein kleines Experiment. Ich habe hier einen Teebeutel. Und dieser Teebeutel, den werde ich jetzt in eine Rakete verwandeln. Was ich jetzt hier mache ist, das ist ein ganz normaler, wie man das so kennt, ein Doppelkammer-Teebeutel. Ich weiß nicht, wer sich Teebeutel schon mal genauer angeguckt hat. Die sind immer so, also das nennt man Doppelkammer, man kann das vielleicht erkennen. Und ich werde da oben einfach das hier abschneiden, wo er zusammen ist. So, zack. Jetzt ist er an beiden Stellen offen und ich werde den Inhalt in den Papierkorb kippen. So, und dann kann man den entfalten, ist noch ein bisschen Tee drin. Hier. Und dann hat man quasi eine Röhre. Da sieht man hoffentlich die Röhre. Und man nennt das Ganze Teebeutelrakete, weil ich es dazu verleiten lassen kann, dass es abhebt, indem ich einfach Feuer in die ganze Sache mit hineingebe. Und das tue ich jetzt mal. Na, das hat ja super geklappt. Mist. Also man hat gesehen, dass ein Teil weggeflogen ist, hoffe ich. Normalerweise steigt dieser Teebeutel eigentlich sehr zuverlässig nach oben auf. Aber irgendwie, entweder ist meine Feuerflechte Unterlage oder der Teebeutel hatte ein klein wenig Flüssigkeit gezogen, also Feuchtigkeit aufgenommen. Normalerweise steigt dann quasi, wenn alles runtergebrannt ist, die ganze Asche nach oben, weil durch das Verbrennen wird alles da drin warm und das Warme erzeugt halt einen Luftstrom nach oben. Und auf diesem Luftstrom nach oben kann die sehr, sehr leichte Asche dieses sehr dünnen Teebeutelgeflechts tatsächlich aufsteigen. Also es sind so 2-3 Meter, die tatsächlich damit erreicht werden können. Aber vielleicht war der Teebeutel ein klein wenig zu alt, sodass es nicht funktioniert hat. Aber man hat gesehen, so eine Flocke ist nach oben gegangen. Manchmal funktionieren Physikexperimente halt leider nicht. Aber das ist ein schönes Experiment, um zu verdeutlichen, wie warme Luft tatsächlich nach oben steigt. Und eigentlich ist es hier kalt genug hier in dem Zimmer, dass es hätte funktionieren müssen. Aber manchmal funktioniert es halt nicht. Hat leider nicht funktioniert. Aber ist ein tolles Experiment, das jeder von euch zu Hause nachmachen kann. Wichtig ist, feuerfeste Unterlage. Ansonsten gibt das vielleicht ein paar kleine Spuren auf eurem Tisch, auf dem ihr das anstellt. Das wollen wir nicht. Also das möchte ich. Da möchte ich nicht für verantwortlich sein. Okay, dann würde ich mal sagen, widmen wir uns der Umbildung unseres Kabinetts. Kerstin Böhm, Loyalty 100%, super. Umweltschützer und Kapitalisten gibt uns 2,6
politischen Einfluss, das ist super. Ilona Schuster nicht so sehr, nur 0,8 wäre ein Kandidat. Hedi Meier 34% wäre auch ein Kandidat, nur 0,6. Sie hat 100% plus 2,6, das ist nicht schlecht. Ehrenmeier 35% gibt uns auch nur 0,6. Heidemarie Vogt ist super. Und Julia Keller, Transportministerin, 1,1. Ich neige zu Economy und Public Services und vielleicht Welfare. Was denkst du? Das sind auch genau die drei. Weil 1,1 finde ich noch okay und Liberale und Eltern ist eine schöne Zielgruppe und sie hat super viel Erfahrung. Aber die hier sind einfach in ihrer Loyalität sehr weit abgesackt. Ja, und die kriegen wir auch nur bedingt. Ja, das stimmt. Also, ich sehe gerade wenig, also wenig Chancen, zumindest im Bereich Economy und Public Service, dass wir die halbwegs zufriedenstellen können. Ja. Also, Reshuffle. Fangen wir mit Welfare Minister an. Da gucken wir direkt mal Loyalität. Die ersten haben alle nicht, dass sie gerne Welfare Minister werden wollen. Birgit Krüger, die hat aber nur eine relativ geringe Loyalität. Die würde, da kriegen wir 1,1. Das ist eine Verbesserung, aber ihre Sympathiegruppen pensioniert und Sozialisten finde ich wahrscheinlich ganz gut sogar. Also wir können natürlich hier was von den anderen nehmen, aber die wollen alle nicht in dem Bereich Minister werden. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als diejenige zu nehmen, die in dem Bereich noch am besten abschneidet. Also ich glaube, bei den Sozialisten, die haben wir eigentlich mit vielen Sachen schon dabei, Rentnerinnen und Rentner auch. Ja, ich gehe davon aus, dass das besser wird. Ja, die verknetzen wir, glaube ich, nicht mit den Dingen, die wir tun. Okay, dann Minister of Industry. Loyalty. Die ersten drei wollen auch nicht Economy werden. Sie wäre Ortrud Plenzdorf. Patrioten und Kapitalisten machen wir in der Regel nicht so glücklich. Nee. Ilse König hätten wir noch. Kapitalisten und ethnische Minderheiten. Würde ich eher noch sie nehmen. Ja, danach finde ich eigentlich auch eine interessante Mischung. Ja. Ja. Kapitalisten und ethnische Minderheiten finde ich eigentlich auch gut. Also nehmen wir sie und Public Services. Rudolf Möller mit 1,5 würde er uns geben. Gewerkschafter und Liberale. Oder wenn wir weiter unten gucken. Jugend und Patrioten. Jörg Pfeiffer. Dann wäre ich eher bei dem Rudolf Möller. Und wieder ist es so, dass wir mit Rudolf Möller den einzigen Mann in unserem Kabinett haben. Ja, wenn sonst keiner da ist. Ja. Wenn sonst keiner da ist, was soll man machen? Okay. Internet Crime ist zu Ende. Internetkriminalität. Endlich. Ja. Wir haben ein Dilemma nach der Wahl. Oh. Sicherheit für den Ölnachschub oder unsere Ölreserven. Repräsentanten einer von Ölfirmen, die in unserem Land ein Büro haben, haben gefordert, dass unsere Regierung Truppen in Übersee stationiert, um die Raffinerien im Mittleren Osten zu schützen vor den Attacken von Terroristen. Die Regierungen, die involviert sind, sind glücklich über unsere Truppen.
wenn wir sie auf ihrem Grund und Boden stationieren. Mhm. Send Troops, Argument, warum haben wir das Militär, wenn wir Angst davor haben, es zu benutzen? Wir müssen unseren Ölnachschub sichern und die Terroristen sind doof. Oder wir schicken die Truppen nicht. Es macht überhaupt nichts, wie unsere Motivation ist. Das Symbol, unsere Truppen auf fremdem Boden zu landen, schwer bewaffnet und bereit dazu, tödliche Gewalt zu benutzen, wird in einigen Ländern dazu führen, dass sie uns Kacke finden. Mhm. Das wird zu Problemen mit den internationalen Problemen wird es führen. Im Chat ist gerade, dürfen wir wieder am Hindukutsch verteidigen? Ja, das ist eine andere Debatte. Also da würden wir jetzt hier echt lange an diesem einen Problem sitzen, wenn wir uns jetzt noch das Für und Wider des Afghanistan-Einsatzes und der damit verbundenen Herausforderungen für, glaube ich, jetzt die zweite Generation Soldaten anschauen. Ich würde aber gerne hier bleiben, weil das auch ein Problem ist, was nicht aus der Luft gegriffen ist. Ja. Insofern, mir stellt sich die Frage, haben wir eine Söldnertruppe als Armee oder haben wir eine Armee, die sich dafür einsetzt, dass, keine Ahnung, Menschen geschützt werden, unser Land geschützt wird. Weil momentan hier ist die Frage, dass einige Großunternehmen wollen, dass wir unsere Truppen dahin schicken. Also dafür gibt es, glaube ich, Unternehmen, die sicherheitsrelevante Unterstützung geben können. Das müssen wir irgendwie nicht aus Mitteln der Steuerzahler bezahlen. Mhm. Ich glaube, eine andere Debatte wäre es, wenn wir hier einen internationalen Einsatz hätten. Dann könnte man das zumindest völkerrechtlich argumentieren. Da das mir stimmt. Das hier schwerfällt, ja. bin ich für Do Not Deploy Troops. Ich glaube, wir haben uns mit sehr, sehr vielen politischen Entscheidungen relativ, also immer unseren Bedarf an Öl runtergeschraubt. Einfach auch wegen der Umwelt. Und etwas, womit wir im Moment wirklich Schwierigkeiten haben, ist unser internationales Standing. Und wenn wir uns jetzt noch international, also in der Weltgemeinschaft, wenn man uns da anguckt, dann wird unser Credit Rating noch weiter runtergesetzt. Das möchte ich gerne vermeiden. Und ich finde, dass die Argumentation mit dem, haben wir eine Söldnertruppe und hören wir auf große Konzerne, um steuerfinanzierte Soldaten irgendwo hinzuschicken, ist für mich die erschlagende Moralität. Ich habe es jetzt versucht, auch noch zu argumentieren an den Entscheidungen, die wir bisher getroffen haben. Also ich bin da total bei dir. Lassen wir die Menschen zu Hause. Jawohl. Patrioten finden es richtig doof, die Liberalen finden es richtig gut. Unser Ölnachschub sinkt, ethnische Minderheiten finden es großartig. Strong Leader kriegt ein Dings, aber wer uns gewählt hat, hat schon festgestellt, dass wir das nicht zwangsläufig sind und deswegen haben sie uns garantiert nicht gewählt. Also. So, die hier Frage, haben wir. Was ist denn jetzt, was ist denn bitte eine starke Führung? Eine starke Führung ist ja nicht, dass man willkürliche Entscheidungen trifft, wenn man auf den Tisch haut und sagt, das ist jetzt so, sondern eine starke Führung, gerade im politischen Bereich, kann eben genauso sein, zu sagen, wir stellen Werte oder wir stellen Argumente oder wissenschaftliche Fundierungen in den Mittelpunkt. Ja, aber ich denke, dass der Strong Leader, dass dieser Malus bei Strong Leader grundsätzlich darauf beruht, wenn du dich dagegen entscheidest, das Militär zu schicken. Weil wenn du es von der Seite betrachtest, ist auch kein guter. Also ja, es ist doof, dass da Strong Leader Malus drauf gibt. Aber es ist ein Dilemma. Ist halt, es ist schwarz-weiß. Wir haben argumentiert, warum wir eines nehmen und diese Sachen sind festgesetzt, ja. Wir haben so Nachrichten. Dinge, an denen man hier steckt. Wir haben Nachrichten? Was denn diesmal? Headlines. Ja, es ist wieder die Süßigkeitenfirma mit der Junkfood-Tags. Wir haben die Fettleibigkeit überwunden, das ändert aber nichts daran, dass wir da jetzt noch Dinge anfassen. Also. So. Wir haben nur noch drei Probleme. Gig-Economy stagniert in der Gegend herum, die nicht kompetitive Wirtschaft
geht nach oben und unsere Asthma-Epidemie ist auch leicht am Fallen. Und unser Defizit ist 90 Milliarden wegen den hohen Zinsen. Aber unser Bruttoinlandsprodukt steigt, die Weltwirtschaft steigt. Jetzt in die Wirtschaftsförderung gehen. Also wir können sowieso nicht viel ausgeben, solange unsere Kreditrate so schlecht ist, also unsere Zinsen uns erschlagen. Und deswegen würde ich das Geld, was wir ausgeben, gerne wirtschaftsfördernd. Ja, dann ich würde jetzt als erstes vorschlagen, dass wir mal nicht die Polizei, sondern den Geheimdienst zurückschrauben. Haben wir versprochen. Wow, mal gesagt. Ja. Ich würde ihn hier hinsetzen. Das wären dann nur 300 Millionen. Ja, 300 Millionen ist besser als nichts. Das stimmt. Kleinvieh ist an der Stelle, wie mein Großvater immer gesagt hat, auch. Ja. So, das haben wir. Ich wollte mal kurz auf das andere Wahlversprechen. Gefängnisse hatten wir noch versprochen. Genau, wir wollten die Ausstattung in unseren Gefängnissen verbessern. Finde ich auch gut. Und dass es sich auf die Arbeitslosigkeit auswirkt, ist auch nachvollziehbar. Ja. Ich gehe davon aus, dass das was damit zu tun hat, dass Leute dort auch ausgebildet werden. Und mehr eingestellt werden. Genau. Ja. Okay, dann erfüllen wir hier jetzt mal unsere Wahlversprechen direkt. Und wir haben noch 15. Das heißt Wirtschaftsförderung. Oh! Herzlichen Dank. Vom Bodensee werden ein paar Bits in unsere Richtung geworfen. Das ist das Äquivalent von 5 Cent. Herzlichen Dank. Das freut mich total. Und vielen Dank für euer Gespräch. Ich habe das gerade so mitgelesen und freue mich sehr, dass ihr so zu schätzen wisst, was wir hier tun und was wir vor allem auch alle gemeinsam machen. Weil dass wir nächtelang über Politik reden, hat viel damit zu tun, dass ihr uns zuguckt, dass ihr Fragen stellt und dass wir dadurch den Spaß auch einfach nicht verlieren. Auf jeden Fall. Also letzte Woche Mittwoch hat mich auch jemand gefragt, mir ist sowieso schleierhaft, wie du das hinkriegst, so 3 Stunden irgendwie am Stück zu quatschen. Ich glaube, Horsti war das sogar. Und meine Antwort ist, weil ihr auch da seid. Das ist ja der halbe Spaß kommt auch daher, dass wir Input von euch kriegen und dass wir wissen, dass wir nicht in die Leere hineinquatschen, sondern dass direkt was von euch zurückkommt. Das ist also, und herzlichen Dank für die Bits. Dankeschön. So, mit 15 politischem Kapital können wir nicht wirklich viel Wirtschaftsforderungen machen, jedenfalls nicht, was neue Sachen angeht. Wir könnten mit Robotern Technologie und industrielle Automation pushen. Das gibt der Wirtschaft etwas, aber nicht viel. Also es hilft nicht unserer Arbeitslosigkeit beispielsweise. Tja. Der Climate Change Adaption Fund. Irgendwann, ja. Steuern. Die Public Tax Returns würde ich. Ich bin da, also das finde ich irgendwie gut. Leider gibt es einige sehr reiche Menschen in unserer Gesellschaft, die versuchen, Steuern zahlen zu vermeiden. Wenn man seine Steuern publik machen muss, kann jeder checken, ob irgendwer irgendwelche Schlupflöcher benutzt. Dieses System wird dafür sorgen, dass das Ausweichen vor Steuern passiert. Und jeder kann sich rechtfertigen für seine Einnahmen. Finde ich auch echt cool. So, und ich meine, Tax Evasion hatten wir jetzt schon mehrfach als Warnung. Ja. Also hatten wir, es ist jetzt auch nicht so aus der Luft gegriffen, das ist in den USA beispielsweise ist es auch so, wenn man nicht Donald Trump heißt. Also ich finde es einen ganz spannenden Ansatz. Wüsste allerdings nicht so richtig, wie die Diskussion laufen würde, wenn wir das jetzt hier in Deutschland ernsthaft einführen würden.
kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass wir da ernsthafte Begeisterungsstürme ernten würden. Nee, das ist... Also über Geld redet man ja nicht. Ja, so, genau, das ist echt so eine typisch deutsche Angelegenheit irgendwie. Ne? Also über Geld redet man nicht, über Geld hat man und so eine Scherze. Finde ich wirklich auch furchtbar. Also... Glaube ich, manche Dinge in Relation setzen, wenn man wüsste, was andere Leute so verdienen. Das kann sowohl für die einen als auch für die anderen mal ganz interessant sein. Ja. Aber so richtig beliebt, glaube ich, wird es nicht werden. Allerdings, ich glaube, als wir vor 2 Wochen gespielt haben, haben wir darüber diskutiert, ob bestimmte Strafen, auch bei Ordnungswidrigkeiten, ob man die am Einkommen ausrichtet und es nicht einen gemeinsamen Satz gibt. Ja, und das hier wäre dafür nötig, ne? Um die Verwaltung diesbezüglich einfach zu machen. Ja, weil ich habe auch gar nicht dran gedacht, weil das sind ja Ordnungswidrigkeiten und dann kann man ja nicht einfach sagen, ja, dann sag doch mal, was du verdienst. Aber wenn der Tax Return public ist, ist es halt relativ einfach, genau das zu tun. Also tatsächlich, ich hätte kein Problem damit, das öffentlich zu machen. Ich würde auch sagen, dass alle meine Auftraggeber kein Problem damit hätten. Also ich habe zwar auch privatwirtschaftliche Firmen als Auftraggeber, aber ich glaube nicht, dass die ein Problem damit haben, dass ich das offenlegen würde, weil sie wären ja auch betroffen. Ich weiß gar nicht, wie es bei mir wäre. Also ich arbeite in der Regel für zivilgesellschaftliche Organisationen, das heißt, da gibt es sowieso nicht so wahnsinnig viel Geld. Und die müssen es ihren Geldgebern selber wieder offenlegen und es muss sowieso immer die 3 Angebote geben. Insofern wüsste ich jetzt nicht, dass es da jetzt so ein Riesenproblem gäbe. Aber in meinen Public Tax Returns würde ja trotzdem nicht drinstehen, was ich von welchem Auftraggeber bekommen habe, sondern es wäre ja das, was im Chat gerade nochmal steht, die Gesamtzahl aller Einnahmen. Ja. Und es gibt ja Leute, die eben auch noch weitere Einnahmequellen haben. So über Vermietungen oder Aktiengeschäfte oder sonst irgendwas. Ja. Na gut, deswegen, aber dann, ich find's ganz schön. Dann implementieren wir das doch mal. Finde ich eine super Sache. Ich bin mal gespannt, wie die Ausgestaltung ist. So, es kostet uns nichts. Korruption wird stark runter. Die Reichen finden es doof. Und Korruption ist ja das, was einem Staat schadet. Ja. Sowohl politisch als auch finanziell. Insofern ist das total gut. Ich würde es nicht ganz hochnehmen. So ein paar Details, ja. Die müssen jetzt keinen Offenbarungseid leisten. Ja. Also so, wir können es auch einfach in der Mitte lassen. Oder so. Oder ein Stück höher. Korruption wird um ein Viertel reduziert. Das ist echt viel. Ich hoffe, dass sich das auch auf unserer Einnahmeseite wieder spiegelt. Das hoffe ich auch. Wie sieht's aus? Die Weltwirtschaft steigt wieder, unser Bruttoinlandsprodukt steigt. Dann machen wir jetzt einfach mal nächste Runde und gucken, was passiert. Wenn unsere Wirtschaft gerade so steigt, werden wahrscheinlich die Umweltprobleme auch wieder zunehmen. Eine weibliche Führungspersönlichkeit wurde gewählt als Kopf unserer Opposition, die eigentlich nicht mehr existiert. Dass eine Frau auf einem hohen, dem höchsten Level der Regierung steht oder der Politik, hat dafür gesorgt, dass der Kampf gegen die Ungleichheit in unserer Gesellschaft einen Push bekommt. Liberal und Liberalism plus 10%. Das ist doch schön. Genau, ist doch total schön. Wir haben eine Doppelspitze und einen Chat und insofern sind wir da sehr gut sowieso schon ausgestattet. Und es ist total schön, wenn auch andere Parteien in unserem Land... Ja, wo mir das jetzt gerade einfällt, ich habe das heute retweetet und ich dachte mir fliegt die Buchse weg. Irgendein Gesetzentwurf aus dem Bundesjustizministerium, was ja SPD geführt ist, von Herrn Maas,
Heiko Maas, nicht Maaßen, Maas, hat einen Gesetzentwurf gemacht für die Geschichte zur Förderung von Unternehmen, irgendwie sowas. Ist auch egal, welcher Gesetzentwurf es genau war. Also ein wichtiger, gerade in Corona-Zeiten. Und im Gesetzentwurf generische Femininum benutzt. Das heißt also, überall stand Geschäftsführerinnen drin. Und die CDU hat gesagt, das geht so nicht. Wenn ausdrücklich nur Geschäftsführerin drin steht, auch wenn dabei steht, die Männer sind mitgemeint, befürchten sie, dass männliche Geschäftsführerinnen anfangen, dagegen zu klagen, und sie denken, dass dieses Gesetz wegen dem generischen Femininum verfassungswidrig ist. Und sagen, dass die SPD diesen Blödsinn lassen soll, weil das Gesetz ist ja so wahnsinnig wichtig, gerade in der Corona-Zeit. Aber jetzt blockiert die CDU dieses wichtige Gesetz, weil das generische Femininum drinsteht. Also an dieser Stelle muss ich sagen, das ist Gender-Wahnsinn, liebe CDU. Ich werd's nicht mehr. In Geschäftsführerinnen ist ja sogar die männliche Form drin. Also, wie kann man nur so viel Vagina-Neid haben? Aber das hat mich heute... Ich finde es schön, dass du dich darüber aufregst. Ja, also... Oh. Also ich will nur an der einen Stelle ergänzen, das ist ein Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz gewesen. Ah ja. Und der Ministerin Frau Lamprecht, Christine Lamprecht. Ach, Lamprecht, Entschuldigung, aber trotzdem SPD, ne? Genau, so oder so SPD. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, was an der Stelle in der jeweiligen Abteilung des Ministeriums passiert ist. Ich würde unglaublich gerne die E-Mails lesen, die jetzt so danach durch die Gegend gehen. Weil ich wirklich gerne wissen möchte, was ist dann im Himmelswender passiert. Interessanterweise habe ich den Eindruck, ich führe eine ganz andere Debatte. Also bei mir ist gar nicht so die Frage, ist das jetzt verfassungswidrig oder ist es das jetzt irgendwie nicht? Sondern ich habe mich relativ zügig an Diskussionen mit ehemaligen Dozenten, Dozentinnen erinnert, auch bei der Abgabe von Hausarbeiten, die immer gesagt haben, es reicht die männliche Form, weil Frauen sind ja immer mitgemeint. Ja. Und ich habe immer wieder argumentiert, naja, aber wenn ich jemanden doch meine, muss ich ihn oder sie doch nennen. Ja. Und von daher verstehe ich die ganze Aufregung tatsächlich jetzt gerade irgendwie nicht. Ich verstehe es gerade wirklich nicht. Ja, es ist mir auch so schleierhaft. Und ich hatte heute Morgen auch eine... Es ist keiner gewohnt. Ja, genau. Es ist nicht nur keiner gewohnt. Ich finde noch eine ganz andere Perspektive. Das hat mir heute meine Frau, als wir darüber auch gesprochen haben, meinte dann nur so, ich finde diese Diskussion so spannend. Und das, was sie gesagt hat, hat mir nochmal diese Perspektive aufgezeigt. Sie meinte so, ich bin daran gewöhnt, immer, wenn irgendwo generisches Maskulinum gesagt wird, zu überlegen, also einen aktiven Denkprozess anzuschmeißen, bin ich gemeint oder bin ich nicht gemeint? So eine gewisse Unsicherheit, das ist etwas, was sie von Geburt an, von klein auf kennt, diesen Denkprozess zu haben. Sich immer unsicher zu sein, bin ich damit jetzt inkludiert oder nicht? Solche Sachen zu hinterfragen, gehöre ich da wirklich zu oder nicht? Mhm. Und jetzt wird es auf einmal umgedreht und es kommt die Keule, ist das verfassungskonform? Und an der Stelle platzt mir der Arsch. Es sind ein paar Buchstaben anders. Das ist, ich, wie kann ein Ego so klein sein? Mir fällt kein Argument ein. Und es ist nicht so, als ob ich das nicht probiert hätte, darüber nachzudenken, was daran jetzt schlecht ist. Und ja, also ich rege mich da wirklich drüber auf, dass mich kotzt es immer an. Ich finde, das generische Femininum ist eine tolle Lösung. Das Gender-Sternchen ist eine tolle Lösung, weil damit
nimmt man, löst man auch ein klein wenig dieses Mann-Frau auf, weil Geschlecht ist nun mal ein Spektrum. Deswegen bin ich ein Fan vom Gender-Sternchen oder von der Entgenderung nach Fettberg, die noch viel schöner ist. Das heißt, wenn da steht sowas drin wie, wenn das Geschlecht in irgendeiner Form keine Rolle spielt, dann kann man diese Form benutzen, nämlich einfach ein Y. Das heißt, zum Beispiel, ne, das Leri unterrichtet ab 8 Uhr morgens vor einer Klasse voller Schülis. Das klingt auch nett. Also irgendwie, wir versuchen an der Stelle aber grammatikalische Lösungen für ein Problem zu finden, das ein gesellschaftliches ist. Ja. Also, na klar können wir diese Sprachdebatte führen. Wir können auch überlegen, ob wir den Gender Gap nehmen. Das ist so die Variante, die ich in der Regel nehme. Oder das Sternchen oder wie auch immer. Aber die Herausforderung bleibt ja immer noch, dass es nicht wirklich Geschlechtergerechtigkeit augenscheinlich gibt. Sonst würden wir diese Debatten nicht führen. Ja, und es ist jetzt wieder eine Sache, ne? Also, es wird jetzt wir auf die... Wir sind 2020. Ja, und vor allem ist es jetzt, das Problem tritt auf, wir haben das in einem Gesetzentwurf und es geht wieder um die Sprache und nicht um das eigentliche Problem. Sprache ist dann immer das vorgeschobene Problem, damit man nicht über das Gesellschaftsproblem quatschen muss. Ich hab jetzt schon genug darüber gesagt, also ich könnte mich da echt aufregen drüber. Ah! Meine Fresse, ey. Total gut, dass du dich darüber aufregst und gleichzeitig reg ich mich halt überhaupt nicht auf, weil, und das hat eine Frau, wie ich finde, sehr schön beschrieben, das ist was ich auch irgendwie kenne, seit ich mir des Unterschieds von Geschlechtern bewusst bin. Ja. Also das ist ja keine, für mich jetzt nicht neu, bin ich jetzt gemeint, bin ich nicht gemeint, jetzt steht es in einem Gesetzesentwurf drin. Wie gesagt, ich würde unglaublich gerne die Entwürfe aus dem Ministerium sehen und würde gerne die Korrespondenz sehen. Das wäre gerade echt spannend. Gut, gehen wir mal zum... Und warte, ich muss ja noch mal eingrätschen. Grätsche. Schrecklich. Er schreibt gerade, dass er sich für seine Geschlechtsgenossen schämt. Brauchst du nicht. Also brauchst du einfach nicht. Weil es gibt Männer und es gibt Frauen, die andere Leute aufgrund ihres Geschlechtes herabwürdigen. Es gibt Männer, es gibt Frauen und alles dazwischen, die Arschlöcher sind und es gibt auch großartige Leute, für die können wir alle nichts. Und ich werde auch keine Verantwortung für eine andere Frau übernehmen, weil sie irgendwas tut, was ich nicht gut finde. Das hat nämlich damit nichts zu tun. Auch Anerkennung vom anderen Geschlecht hat nichts damit zu tun. Und insofern finde ich es großartig, dass ihr hier das irgendwie anders seht. Ich hoffe, es sehen auch viele Frauen, dass es bei euch anders ist. Und nur so weit kommen wir voran, die anderen kommen wir eh nicht hin. Ja. Wir können nur Normalität vorleben. Und das tun wir, indem wir beispielsweise eine Doppelspitze im Spiel haben. Genau. Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like da und wenn ihr einen Kommentar reinschreibt, bemühen Romy und ich uns darum, beim nächsten Stream diese Kommentare einfließen zu lassen. Ansonsten würden wir uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr dienstags mal bei twitch.tv/anderelampe vorbeischaut. Da machen wir jeden Dienstag, wie der Name schon sagt, Dienstagspolitik. Einen schönen Tag.